FMS Melodie. Musik fürs Herz. Sigrid und Marina bei mir jetzt in Wildhaus, am Wildhaus Open Air. Sind das erste Mal im Toggenburg gewesen, jetzt mit meinem Auftritt? Nein, wir waren in der letzten Zeit schon ein paar Mal in der Gegend, aber zum allerersten Mal da in Wildhaus. Und das Open Air war natürlich, oder ist ein Wahnsinn, wir sind ja noch mittendrin. Also die Stimmung gigantisch, die Leute machen mit oder haben mitgemacht von der ersten Sekunde an. Und es ist einfach schön, wenn man schaut oder sieht, wie die Leute selber streuen. Und da zählt es eigentlich wieder, da kommt es wieder zum Drang, Musik verbindet und macht einfach fröhlich. Was Schönes gibt es nicht. Jetzt sind wir in der letzten Zeit häufig in der Schweiz auftreten. Ja, so ist es. Freut uns natürlich sehr. Wir feiern ja in diesem Jahr unser 15-jähriges Bühnenjubiläum und das ist natürlich umso schöner, wenn wir unser Jubiläumsjahr auch bei euch in der Schweiz einige Male feiern dürfen. Ist wahrscheinlich schon etwas Besonderes, wenn man mit der Live-Band auftreten kann und nicht einfach immer das Halbleben muss mitnehmen, oder? Das ist natürlich ein ganz besonderes Gefühl. Immer gesungen wird immer live, aber die Musik kommt manchmal vom Band, weil es einfach manchmal nicht anders möglich ist, aus organisatorischen Gründen, dass eine ganze Band mitspielt. Aber da bei diesem 15-jährigen Bühnenjubiläum, bei diesem Herbstfest in Gmunden am Traunsee, da wird eben der Wolfgang Lindner mit seiner 14-köpfigen Band alles live begleiten. Und es ist wirklich ein ganz anderes Arbeiten. Man ist viel flexibler, man kann viel mehr dann nur aufs Publikum eingehen. Und wir kennen ja das aus diversen Tourneen. Wir waren letztes Jahr bei der Musikantenstadl-Tournee dabei, wo auch die ganze Tour live begleitet worden ist. Oder früher noch mit Marianne und Michael. Also immer wieder was ganz was Besonderes, mit einer Liveband auf der Bühne zu stehen. Man kann ganz andere Sachen dann eben auch machen, wenn man eine Liveband hat. So ist es eben, wie die Sigrid gesagt hat, man kann wirklich sehr spontan und flexibel sein und es reicht ein kleiner Zwinkerer zu den Musikanten und man versteht sich dann sozusagen schon fast blind, wenn man dann einige oder mehrere Tage schon gemeinsam unterwegs ist, wie es eben zum Beispiel bei den Tourneen dann ist. Aber man muss sehr viel proben vorher wahrscheinlich. Ja, das stimmt schon. Also das stimmt wirklich, aber die Proben an sich machen auch schon großen Spaß und ja, es ergibt sich dann das eine oder andere draus und da sagt dann vielleicht der eine, das kommt mir auch noch einbauen ins Programm oder das auch noch. Also es entstehen da auch oft neue, schöne Ideen und es ist einfach ein Miteinander und so soll es sein. Meistens macht man dann, wenn es so spezielle Sachen gibt, auch eine Live-DVD oder eine Live-CD. Ist das geplant oder? Also es gibt eine Fernsehaufzeichnung mit dabei, dann am 21. September und es wird dann sicher mal was geben, wo man dieses Konzert dann sehen kann. Aber schön wäre es natürlich auch, wenn viele dann live vor Ort sind am 21. September. Gibt es ein spezielles Arrangement für Fans zum Beispiel, wo könntet kommen, mehrere Tage ins Salzkammergut? Wäre ja eine Reise wert. Ja, also aus den letzten Jahren kennen wir es ja, dass uns eben auch viele Schweizer immer wieder besuchen und auch von unserer Gegend ein bisschen begeistert sind. Ich meine, mit den Bergen so hohe können wir nicht bieten, aber ein paar Seen haben wir bei uns im Salzkammergut. Wie sieht es in Sachen Tonträger aus bei euch? Was ist geplant in nächster Zeit? Ist noch aufs Jubiläum etwas noch Spezielles geplant? Also wir waren ja im April im Musikantenstadl und haben dort unsere neue CD vorgestellt. Das Beste aus Heimatgefühle heißt es, gibt es als CD alleine mit schönen 20 Heimatliedern oder auch als Deluxe-Edition, wo man auch eine schöne DVD nur dabei hat, CD plus DVD. Und diese CD, das Beste aus Heimatgefühle, ist dann gleich in die sogenannten Charts eingestiegen und das ist eigentlich eine Liste, wo man sieht, ob die Leute Interesse an der CD haben oder nicht. Und da sind wir sehr lange in dieser Liste, in dieser Verkaufsliste vertreten gewesen. Und da freuen wir uns einfach drauf und sagen Danke an die vielen treuen Fans der volkstümlichen Musik, weil das ist wieder ein Album geworden, wo man sich ein bisschen zurückerinnert. Nicht immer, es muss nicht immer nur bum 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 sein, gell? Das sind eher auch manchmal ruhigere Lieder drauf, die ein bisschen was fürs Herz sind, die wirklich eingängen. Und ja, die haben wir da eben auf diesen Heimatgefühlen mit drauf. Und wer mehr Informationen über Sigrid und Marina will, kann sicher auch im Internet fündig werden. Genau, wir haben natürlich auch eine Homepage www.sigridundmarina.at oder auch im Facebook sind wir vertreten, da wo wir immer wieder von den Auftritten und von unterwegs Informationen und Fotos posten und da freuen wir uns natürlich auch dort über Einträge und Fotos, die dort reingestellt werden. Danke vielmals, dass ihr uns Zeit geschenkt haben, um ein bisschen plaudern miteinander. Wir sagen Danke, macht es gut und hoffentlich bis bald gesund bleiben. Danke.